herzlich willkommen zu einem neuen Vlog aus dem Pfälzerwald. Ich bin heute auf dem Haferfelsen mit toller Sicht auf das Burgmassiv, die alte Burgruine Dahn. Altdahn, glaube ich, heißt sie. Ich schreibe es euch nochmal hier hin. Vor allem ein Spot am Morgen, denn da geht dann die Sonne darüber, je nach Jahreszeit auf. Und man hat dann super schön, super schönes Foto mit Nebel vielleicht noch und dann super gut. Leider ist das Wetter hier in diesem Sommer nicht wirklich gut. Vor allem am Morgen nicht, also es ist immer nass, deswegen auch wieder hier zu später Stunde hochkommen. Aber ihr seht es ja, die Sonne war gerade mal durch. Ihr seht es da hinten, die Sonne scheint immer wieder und mit den Wolkenstrukturen kann man auch ein richtig, richtig gutes Foto machen. Das ist auch mein Praxistipp, wenn es morgens nicht klappt, geht ihr trotzdem hoch, weil das ist ein Weitwinkelfotografie und da zählt ja vor allem der Vordergrund und die Lichtstimmung macht halt das weitere Foto richtig hübsch und das passt hier. Ne? Ihr seht es ja jetzt vielleicht, die Wolkenstrukturen. Wenn da noch ein bisschen Seitenlicht reinkommt, dann sieht es wirklich, wirklich gut aus. Dieser ist ein perfekter Fotospot, denn hier auf dem Felsen gibt es eine kleine Kiefer. Die sieht fast so schön aus wie die Wetterkiefer auf dem Lilienstein in der Sächsischen Schweiz. Und wenn du dann hier mit einem Weitwinkelobjektiv hingehst, dann hast du ein super gutes Fotomotiv, weil irgendwo hier, je nach Jahreszeit, geht die Sonne über dem Burgmassiv Altdahn auf und dann kann man richtig schöne Fotos machen. Finde ich einer der schönsten Fotospots hier im Pfälzerwald, das ich diese Woche kennengelernt habe. Wie gesagt, das Wetter spielt nicht mit. Wichtig ist, parken, Wanderparkplatz Dahn, Altdahn, muss ich nochmal gucken, wie das heißt. Und dann geht ihr praktisch einen Weg 200 Meter zurück, macht dann eine Kurve, seid dann schon auf der ersten Erhebung und dann müsst ihr links abbiegen. Dieser Weg ist nicht ausgeschildert, ist auch ein bisschen tricky, weil viele Bäume umgestürzt sind und ja, gibt es viele steile Hänge, aber ist machbar. 15, 20 Minuten und dann seid ihr hier. Habt keine Höhenangst, schuhfestes, trittsicher sein und ja, dann zeige ich euch jetzt noch die zwei, drei Bilder, die ich hier schieße. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Kurz und bündig, bis dann, ciao.